Hi Leute und willkommen bei meinem neuen Video. Ja, ihr seht es endlich wieder in der normalen Pose bei mir zu Hause im Schlafzimmer wieder am Drehen. Ich bin aktuell übrigens 3 Tage nach der Haartransplantation bei Elitea in Istanbul. Könnt ihr selber lesen. Morgen kann der Verband dann endlich ab. Der nervt langsam richtig krass. Ich kann euch mal zeigen, wie es mit der Schwellung aussieht, so 3 Tage nach der OP, auch wenn das gar nicht das Thema sein soll. Aber ich denke mir, wenn ihr schon auf dem Video seid, könnt ihr mal sehen. Also man sieht immer noch, ne, gute Delle immer noch da. Und was man dagegen machen kann, habe ich euch zum Beispiel schon irgendwo hier oben einmal ein Video hochgeladen, wie man das so ein bisschen rausmassieren kann. Hätte sich, wie gesagt, könnt ihr mal angucken, das Video. Ansonsten gibt es dazu ja auch Medikamente. Und dann sind wir auch schon beim heutigen Thema. Und zwar, was man alles von Elitea nach der OP mitbekommt. Ich habe damals bei meiner ersten Haartransplantation ja auch schon so ein Video gemacht. Auch das verlinke ich euch mal hier oben. Im Prinzip ist es fast das Gleiche. Aber ein paar oder ein ganz wichtiges Zusatzding gibt es hier auf jeden Fall. Und als allererstes erstmal so einen schönen Fischerhut. Den habe ich damals auch bekommen von einer anderen Klinik. Habe ich damals nicht aufgesetzt, werde ich auch diesmal nicht aufsetzen, weil ich einfach eigentlich gar nichts auf meinen Kopf aufsetzen möchte. Der ist halt dann vonnöten, wenn es gerade zu Anfang, wenn irgendwie in den ersten 3, 4 Tagen oder keine Ahnung wie lange, wenn es stark regnet oder ihr länger draußen seid und die Sonne auf den Kopf scheint, solltet ihr auf jeden Fall beides vermeiden. Und dafür ist der Hut eigentlich optimal, weil ihr den so aufsetzen könnt, dass ihr damit nicht die Grafts berührt. Der ist halt schön groß und da geht es gar nicht um die Optik. Klar sieht der kacke aus, aber das sind alle Fischerhute. Ich bin einfach nicht viel draußen, dementsprechend kann mir nicht wirklich was passieren und dann kann ich auf den Hut einfach verzichten. Aber ansonsten, wenn man raus muss oder wenn es regnet, also wenn ich auf dem Weg vom Flughafen zum Flugzeug, hätte es da geregnet, hätte ich den aufgesetzt für ein paar Sekunden. Ja, ist einfach so. Also reiner Schutz, nicht schön, aber effektiv. Als zweites, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ich habe es glaube ich schon in 100.000 Videos erwähnt, Nackenkissen. Das Nackenkissen, was ihr hier bei Elitea bekommt, ist auch noch nicht nur irgendeins. Ich habe sicherheitshalber mein eigenes mitgenommen gehabt, was ich nach der ersten HT auch selber genommen habe. Das ist aus, ihr hört es vielleicht, aus so ein Sandstücken da drin, ja, so eine Sandkerne oder kerniges Kissen. Finde ich eigentlich sehr, sehr cool. Das auch jeder muss jeder selber wissen, was er bevorzugt. Das ist jetzt hier auch vom Stoff her ein sehr weicher Stoff, ein bisschen flauschig. Gibt es ja halt tausend verschiedene, das ist halt theoretisch unwichtig. Müsst ihr selber wissen, was ihr wollt, aber Fakt ist, so ein Nackenkissen empfehle ich jedem nach der OP, um gut zu schlafen. Wie gesagt, ich wusste nicht, was für ein Kissen es jetzt diesmal mitgibt. Ich habe im Internet nämlich in der Facebook-Gruppe zum Beispiel, Link dazu ist unten, könnt ihr gerne in meine Facebook-Gruppe kommen, da werden viele solche Fragen auch beantwortet. Und da wurde zum Beispiel auch unter anderem erzählt, dass teilweise andere Kliniken ein aufblasbares Nackenkissen nach der OP anbieten. Und das finde ich katastrophal, das geht gar nicht. Und das hier ist aus Schaumgummi oder Schaumstoffmäßig schon sehr geiler, der sich einfach komplett gut anpasst, aber dann auch wieder recht hart wird. Und ich bin zum Beispiel so ein Typ, das ist wie mit Matratzen. Entweder manche mögen weiche Matratzen und manche mögen harte Matratzen. Ich bin der Typ, der harte Matratzen mag. Und dieses Ding hier ist tatsächlich nochmal besser als dieses, was ich vorher hatte. Weshalb ich das auch tatsächlich genutzt habe. Und das ist für mich persönlich sehr, sehr geil. Leute, die eher was Weicheres wollen, können dann vielleicht doch wieder eher auf das hier zurückgreifen. Müsst ihr auch mal schauen, bei Amazon gibt es das auf jeden Fall zu holen. Auch dazu habe ich euch bei unten jetzt mal einen Amazon-Link geschickt, wo ihr so ein Schaumding kaufen könnt, falls ihr nicht sicher seid, ob ihr so eins bekommt. Und der Vorteil an dem Schaumding ist, dass es nicht irgendwann so aussieht wie dieses lapprige Ding. Hier ist genauso diese Kerne drin, ihr hört es ja auch hier, aber die sind hier irgendwie schon mit der Zeit irgendwann rausgegangen. Das ist hier einfach nichts mehr drin. Also hier kann man nicht mal drauf, es ist kein Nackenkissen mehr. Ja, das ist aber der Nachteil bei solchen Dingern. Deshalb finde ich persönlich Schaum mittlerweile echt sehr, sehr cool. Genug zu den Nackenkissen, aber ihr merkt, das Thema ist mir sehr wichtig. Was gibt es noch? Ihr bekommt in der Klinik ja mehrere Unterlagen und ihr bekommt dann auch so eine Mappe. Die Unterlagen habe ich wirklich mal so mitbekommen. Ich wusste gar nicht, wohin damit. Und nach der OP habe ich halt diesen ganzen Beutel bekommen mit dem ganzen Inhalt. Und da war auch so eine Mappe dabei, wo ich dann im Prinzip dann alles einheften konnte, was ich bekommen habe. Das ist jetzt nicht super viel, was ich bekommen habe. Unter anderem die Blutuntersuchung und nochmal so ein komplettes Merkblattverhalten nach der Haartransplantation. Worauf muss man die ersten Tage achten? Alles drum und dran ausführlich erklärt. Haarwäsche, was noch? Ja, alles mögliche Informationen. Und
Das ist für mich das Wichtigste, denn ich bin ein sehr vergesslicher Mensch. Medikamente und Dosierungsanweisung. Und ich bin zum Beispiel der Typ, es gibt drei Medikamente, die ihr bekommt. Zumindest ich, weil ich kein Raucher bin. Ich glaube, sonst hätte es noch Aspirin oder was gegeben. Ich stelle die mal ganz kurz vor. Und zwar ist das erste Minocet. Das ist ein Schmerzmittel. Nach Bedarf 2 Tabletten auf einmal nehmen, maximal 6 Tabletten am Tag. Ich habe euch in den anderen Videos schon erzählt, ich habe direkt nach der OP 2 Schmerztabletten genommen und am Abend, also am Tag der OP, am Abend vorm Schlafen gehen, provisorisch nochmal 2, weil ich nicht nachts wachen werden wollte mit Schmerzen. Sprich, ich habe insgesamt 4 Tabletten genommen, alle am OP-Tag und seitdem keine mehr. Also die sind auch relativ voll, kann ich auch zeigen, um euch das mal zu beweisen, weil ich glaube, viele denken immer, ja, die erzählen immer, das tut gar nicht weh und alles drum und dran. Hier sind genau 4 Stück raus. Ja, kein Witz. Genau, hier seht ihr es. 4 Stück sind raus, alle anderen noch geschlossen. Hier ist die zweite Packung, auch noch komplett. Also tatsächlich 4 Schmerztabletten und davon mal 2 provisorisch. Sprich, brauche ich nicht. Das waren die Schmerztabletten. Dann gibt es Monodox. Monodox ist das Antibiotikum. Das Mittel selber ist Doxycycline. Das heißt, wenn ihr dagegen allergisch seid, sagt rechtzeitig Bescheid. Oder wenn ihr es nicht wisst, fragt es mal beim Hausarzt nach, ob ihr irgendwie dagegen allergisch seid, ob ihr was auch immer. Ich bin zum Beispiel gegen ein Antibiotikum allergisch, aber das ist es nicht, deswegen konnte ich es problemlos nehmen. Das soll man 7 Tage lang alle 12 Stunden eine Tablette nehmen. Immer nach dem Essen. Das heißt, ich habe bei mir das immer um 7 Uhr morgens und um 7 Uhr abends. Das ist immer. Das habe ich am ersten Tag nach der OP quasi so gehandhabt. In Deutschland selber habe ich es dann auf 8 Uhr verschoben, weil es einfach für mich zu früh war. Also ich bin kein krasser Frühstücker und um 7 Uhr habe ich nicht wirklich was runterbekommen. Und auf leeren Magen schlägt die ein bisschen auf. Das habe ich am ersten Tag nach der OP feststellen müssen, weil ich da auch nicht gefrühstückt hatte und dann die Tablette genommen habe, war ein bisschen unangenehm. Also auf jeden Fall was Gutes essen davor und dann alle 12 Stunden, 7 Tage eine Tablette davon nehmen. Und die dritten Tabletten sind Precord. Das ist gegen die Schwellungen. Davon nehmt ihr direkt am Operationstag 3 auf einmal, am zweiten Tag 3 auf einmal, am dritten Tag 3 auf einmal und am vierten Tag nur noch 2 auf einmal. Kann ich mir auch nicht merken. Dafür ist der Zettel gut. Ja, Leute, ich kann mir auch nicht merken, wann welche Tablette nehmen muss. Der Zettel ist das Allerwichtigste für mich von den ganzen Zetteln hier gewesen, denn sonst wüsste ich nicht, welche Tablette ich wann wie nehmen müsste. Genau, ab dem fünften Tag braucht ihr ja nicht mehr. Ich bin heute 3 Tage nach der OP. Also ihr nehmt es ja schon am Tag der OP das erste Mal ein. Das heißt, 3 Tage nach der OP, wo ich heute bin, habe ich es das letzte Mal genommen. Und jetzt bin ich damit auch durch. Und das waren die Medikamente, die ich bekommen habe. Und dann gibt es noch einen Punkt und das ist das Shampoo und die Lotion. Die muss ich kurz aus dem Badezimmer holen. Deshalb kurzer Break, gleich geht's weiter. So, zurück aus dem Badezimmer. Und das ist einmal die Lotion, die es mit dazu gibt. Und das Shampoo, das es mit dazu gibt. Die beiden Sachen solltet ihr für die ersten 14 Tage zur Haarwäsche benutzen. Und wie die Haarwäsche funktioniert, gibt es Videos auch auf meinem Kanal und könnte ich auch wirklich nochmal schlau machen. Steht hier auch alles drin. Will jetzt nicht nochmal ausweiten, weil sonst geht das hier alles viel zu lang. Ganz wichtig, es gibt von Dr. Balvi noch ein allgemeines Shampoo und so ein Biotin-Spray im Set für irgendwie, ich keine Ahnung, 50 oder 60 Euro. Das ist das nicht. Ja, also nicht verwechseln. Verwechslungsgefahr ist, glaube ich, recht hoch. Das bekommt ihr kostenlos. Diese Lotion und dieses Shampoo speziell für die Zeit nach der OP, für die ersten Tage. Das andere Shampoo und dieses Spray solltet ihr erst nach den 14 Tagen nutzen, müsst ihr aber selber kaufen. Weiß ich selber noch nicht, ob ich das noch mache. Kann man ja auch online bestellen. Ich werde jetzt immer nur das benutzen, was nötig ist. Ich bin eigentlich ein Freund davon, immer möglichst kostengünstige Produkte zu benutzen, aber gleichzeitig sollen sie auch funktionieren, ja, sollen auch wirken. Also so ein Biotin-Spray, muss ich mal gucken, ob ich es irgendwo herbekomme oder ob ich es jetzt wirklich von Dr. Balvi selber nochmal kaufe. Und das Shampoo, muss man schauen. Auf jeden Fall die beiden Dinger, ganz wichtig, die sind kostenlos mit dabei und die braucht ihr auch. Das war's, was ich mitbekommen habe. Recht langes Video wieder geworden, aber ich wollte euch einfach detailliert alles einmal zeigen und erklären. Bei Fragen, schreibt was in die Kommentare, fragt mich auf Facebook, Instagram, wo auch immer, fragt in Gruppen nach, muss doch nicht meine eigene Gruppe sein, es gibt so viele andere Gruppen. Nutzt die Kommunikationswege, die es heutzutage in den Social Media Kanälen einfach gibt und macht euch schlau.
Das war's von mir. Freue mich, dass ihr zugeschaut habt bis zum Schluss und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.